Nicht nur beim Kartenspielen, sondern auch beim Werkzeug ist der Joker sowas wie die Geheimwaffe. Und den Joker, den wollen wir Ihnen in der heutigen Ausgabe von Werkzeug TV mal präsentieren. Wir sind bei uns im Vera-Studio und ich habe einen Gast, nämlich Thomas Rahmann. Hallo. Hallo, Herr Wolf. Der Joker, das ist ein Maulratschenschlüssel. Bevor wir zu dem kommen, kommen wir vielleicht ganz kurz erst nochmal zur Firma Vera, denn die kennt man normalerweise als Experte für Schraubendreher. Vollkommen richtig. Also wir sind absoluter Spezialist für in die Schraube reingreifen, machen da Schraubendreher, Bits in jeder Form, Abtrieb, Antrieb und so weiter. Aber wir haben uns halt entschieden, auch jetzt in den letzten Jahren Knarren und Maulschlüssel anzugreifen, also um die Schraube herumzugreifen und damit das Sortiment zu komplettieren. Ich muss jetzt mal so ganz blöd fragen, wenn man Experte auf einem Gebiet ist und die Leute wissen, oh, auf die kann ich mich da verlassen und sich dann auf so ein ganz anderes Gebiet vorwagt, ist das nicht riskant, dass man da irgendwie so aufs Glatteis gerät? Warum macht man das? Im Gegenteil, ein Packende. Wir hören unseren Kunden sehr, sehr genau zu. Wir lernen ganz viel von anderen Leuten, wir lernen aber auch intern. Und dann bietet so ein Thema eine Riesenmöglichkeit zu wachsen. Okay, also, dann kommen wir mal dahin. Vera hat hier den Slogan Werkzeug aus Ideen und Sie haben sich hingesetzt, eine super Idee entwickelt. Den Joker, vergleichen wir den Maulratschenschlüssel vielleicht mal mit so einem ganz gewöhnlichen. Das ist ein guter, den haben wir uns mal mitgebracht, das müssen wir dazu sagen, ein guter, gewöhnlicher, aber daneben ist halt der Joker und man sieht schon an der Optik, okay, der eine glänzt, der andere ist matt, aber das ist bei weitem nicht der einzige Unterschied. Nein, nein. Hier wird es wirklich das Detail den Unterschied machen. Und das Detail liegt einmal schon im Material. Das ist offensichtlich. Das ist ein schöner Schlüssel. Chrom-Vanadium, der hält auch gut. Mhm. Das ist einer aus Chrom-Molybden. Der hält deutlich besser, also viel, viel besser. Mhm. Und das Entscheidende, wenn ich den Schlüssel mal einmal drehen darf an der Stelle, wir haben hier eine andere Maulform und Sie sehen auch, der Kopf steht gerade. Mhm. Was bringt das? Das würde ich Ihnen gerne demonstrieren. Ich hatte Ihnen ja schon mal was mitgebracht und ich demonstriere jetzt mal so, dass ich die Halteplatte hier einfädele an der Schraube. Mhm. So, und dann bin ich in der Lage, die Schraube zu halten, zu transportieren und mit der Schraube überall hinzugehen. Wo das war auch ein bisschen gefährlich. Haben Sie vollkommen da Sekundenkleber? Das will ich auch mal probieren. Genau, sehr richtig. Okay. Und damit können Sie die Schraube nur noch auf einem Wege verlieren, indem sie jetzt nach oben rausfliegt. Aha. Da passiert sonst nichts mehr. Und wie kommt das zustande? Das erreichen wir über die angesprochene Halteplatte. Mhm. Die hat zwei Funktionen. Einmal diese Zähne, die Sie hier sehen im vorderen Bereich. Mhm. Und die Halteplatte so angeordnet, dass sie ein Stück weit ins Maul reinragt und die Muttern tragen kann. Mhm. Jetzt kann ich diverse Dinge mit dem Schlüssel machen. Das eine haben Sie gerade gesehen, das Tragen der Mutter, das ist ein Ding. Ich kann aber auch mit dem Endanschlag dieses Drehen des Schlüssels provozieren. Mhm. Wenn ich den Raum habe, kann ich mir also zunutze machen, dass ich nicht mehr halten muss, sondern einfach drehen kann. Was für Unterschiede gibt es sonst noch zwischen den beiden Modellen? Drei eklatante. Ich fange mit dem ersten Wesentlichen an. Mhm. Die normalen Schlüssel bieten mir nur eine Möglichkeit, auf die Schraube heraufzukommen. Das Problem kennt jeder. Ja? Kein Platz. Und dann irgendwie geht es auf die Zeit und auf die Nerven die irgendwann. Die Pest, genau. Ja. Hier gehe ich raus, muss den Schlüssel drehen, gehe wieder rein, ziehe wieder neu, wieder umdrehen. Wow, wow, wow. Mhm. Mit den Schlüsseln, die wir hier produzieren, ist es so, dass ich auf die Schraube raufkomme, kann weiterziehen, lifte nur an, lasse ihn reinziehen und kann jetzt immer wieder die Schraube drehen, da wo alle anderen versagen. Super, mhm. Problem gelöst. 60 Grad Rückholwinkel, 30 Grad Rückholwinkel, genau. Mhm. Okay. Und das nächste, was dann vielleicht auch den Ausschlag gibt bei vielen Endanwendern, ist es so, dass ich hier die Schraube einfädeln kann. Mhm. Ich bin jetzt also fest drin und wenn ich diese Schraube jetzt hier drehe, dann würde ich normalerweise die Mutter verlieren. Ja genau, die wird einfach unten irgendwo ins Nirvana fallen. Genau. So ist sie jetzt fest drin. Mhm. Ich kann mit der Mutter natürlich auch wieder in die Situation zurückgehen und kann jetzt gegenhalten. Und das ist wirklich eine absolute Innovation. Super. Also der Albtraum eigentlich jedes Handwerkers wird hierdurch gelöst. Jetzt springen die Schäfchen wieder. Ja, genau. Genau. Ja. Wir haben von drei großen Unterschieden gesprochen. Zwei haben wir schon gesehen. Was erwartet uns noch? Letzter, aber auch entscheidender ist dann die Situation, wenn Sie sich vorstellen, die Schraube ist 3 Jahre alt, liegt draußen, Schnee, Eis, Regen, Wärme. Ist nur noch ein verrosteter Klumpen etwas, ja? Genau, wird dementsprechend auch weich und dann geht in der Regel der Handwerker guter Hoffnung mit dem Schlüssel hier an die Schraube ran und hofft, dass er nicht abrutscht. Mhm. Was passieren wird in der Regel, wird entweder da oder dorthin abrutschen. Und hier nutze ich die Halteplatte mit den Zähnen, die ich vorhin angesprochen hatte, gehe auf die lange Seite und kann mich auf das
Werkzeug wirklich verlassen. Ich rutsche nicht mehr ab. Also der Joker fast so ein bisschen wie eine Allzweckwaffe, würde ich ihn jetzt mal nennen. Viele Ideen, super umgesetzt, genau. Also wirklich Innovation at its best. Ja? Genau, wir haben einen Punkt noch gar nicht behandelt. Zum Maul hatte ich schon viel gesagt, zu der Ratsche noch ein Wort. Diese Schlüssel sind halt sehr gut, haben 72 Zähne, was halt einen sehr, sehr geringen Rückholwinkel ermöglicht. Unsere sind mit 80 Zähnen ausgestattet und wenn Sie da wirklich zupacken, selbst in kleinsten Räumen bietet dieser Schlüssel immer auch eine Lösung an. Also wirklich ein Alleskönner. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns den vorgestellt haben. Bevor wir ganz Schluss machen, würde ich dir ganz gerne noch mal ganz kurz auf die Verpackung eingehen, denn die ist auch optisch sowas von ansprechend. Wenn ich in den Laden gehe und sehe diese Plastikverpackung, denke ich mir, okay, die hat jeder, aber so eine Verpackung, die findet man halt wirklich nur bei Vera. Und wenn man die aufmacht als Transportmöglichkeit, dann ist sowas drin, also wirklich auch vom Allerfeinsten. Das gehört bei Vera zum Gesamtkonzept. Hier ist Qualität, Design, Funktionalität, Innovation zusammengefasst und ja, Vera halt. Okay, vielen Dank, Herr Rahmann. Danke. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe von Werkzeug TV.